Normalerweise wollten mehr Leute dabei sein, aber irgendwie sind die alle noch nicht da. Wie so oft, man kennt es ja, man erwartet Leute und sie kommen nicht. Also zeichne ich erstmal für euch selbst. Ich werde jetzt zufällig ein Wort generieren. Aus meinen Wörtern werde ich jetzt ein Wort ziehen. Da habe ich das hingezogen. Und dann werde ich es euch zeigen, beziehungsweise malen. Und ihr könnt es dann erraten. Das ist jetzt so der Sinn. Es läuft, ja. Halleluja. Dann fange ich mal an. Mache ich mal so. So. Ja, nicht ganz Sabbel. Auch nicht Unge. Nicht ganz Sabbel, du bist schon fast richtig. Und statt da drin zu sein, könntest du mitmachen, Sabbel. Das hatten wir doch schon mal, das Thema. Vielleicht wird es interessanter. Nee, nicht, auch nicht Joel, es geht nicht um das selbst, Sie Pixel. Vielleicht mache ich das noch ein bisschen anders. So. Und so und hier noch einer. Und dann liegen hier überall kleine Stümmelchen. Ja, es geht nicht ums Rauchen an sich, Sabbel. Nee, 30 am Tag. Was ist man, wenn man 30 Zigaretten am Tag raucht? Ja, Pixel hat es. Hey. Dann packe ich den Begriff erstmal jetzt bei mir aus dem Pool raus und mache jetzt direkt das nächste. Ah, das ist interessant. Ein Moment. So. Wie male ich das jetzt am besten? Tuck. Es geht um das da unten ist. Ich hätte das Auto ein bisschen anders malen sollen. Einen Moment, ich versuche es nochmal. Ja, nicht ganz. Es geht um das Ding. Es geht hier um dieses Ding hier. Das ist kein Auspuff.
Es ist auch kein Anhänger. Ja, Dizzy, richtig, Wagenheber. Ganz genau, danke dir. Wo habe ich den denn? Da habe ich ihn. Ja, auch kein Bremsklotz. Ach, das ist easy. Da dürftet ihr sofort drauf kommen. So. Das ist kein Friemeldings. Nein, es ist nicht Photosynthese, Dizzy. Ja, Dizzy. Dizzy ist schlau. Ach ja. Nächstes Wort. Ah, okay. Nein, das ist nicht. Dizzy, cheatest du etwa? Dizzy cheatet. Dizzy ist ein Cheater. Kai kann sein, bis einschließlich in den, vielleicht sogar bis in den nächsten Montag rein. So, clear all. Ja. Ja, je nachdem, wie lang Music Percent ist, geht es vielleicht noch in den Montag rein. Okay, das Wort, das schaffe ich. Was war jetzt das Wort? Das war das Wort. Okay, das schaffe ich. Ah, ich weiß schon wie. Wie ihr drauf kommen könntet. Nein, es ist kein Zyklop. Es ist auch nicht Deadpool. Es ist keine Voodoo-Puppe. Ich glaube, ich hätte eine andere Perspektive wählen sollen. Ja, Dizzy.
Dizzy hat recht. Super. Geht doch. Wo habe ich es jetzt da? Irgendwo da. Da, da. Es ist kein Rasierer. Wie kommt man auf einen Rasierer? Das schaffe ich, das schaffe ich. Einen Moment. In Farbe Blau. Einen Moment. Gibt es hier nicht irgendwie... Nee, es geht noch nicht darum. Ich suche gerade was. Egal, da muss ich das dazu machen. Kommt gleich das Wichtige. Es ist nicht Sharknado, es kommt gleich das Wichtige. Aber dafür muss ich erst eine Grundfläche haben. Und da habe ich gerade geguckt, ob ich hier bei dem Programm, wo ich gerade bin, füllen kann. Aber leider nein. Leider nein, kann ich nicht. Also muss ich das so machen. So. Erase, dicke. Nee, das ist zu dick. Ah, der macht automatisch immer so, okay, dann muss ich halt Farbe... Ah, ich wurde gemoved. Wer moved mich da? So. Nee, das ist zu dünn. Das ist schon besser. Auch kein Zauberwürfel. Das neue German-Schlug auch nicht, Hecki. Es geht um, was ist in dem Twitter-Symbol? Was ist das? Es geht um das Viech im Twitter-Symbol. Was ist das? Ich bin kein Streamer, kein Vogel. Es ist kein Vogel, es ist eine bestimmte Art von Vogel. Kein Vogel an sich, sondern ein bestimmter Vogel. Was für ein Vogel ist das? Ich kann halt nicht malen alleine. Es ist kein Amsel, kein Spatz, kein Rabe, keine Krähe. Kein Adler, kein Uhu. Auch kein Kondor, kein Specht. Was? Ja, Karl Granseyer hat es. Es ist die Taube. Wie hätte ich sie sonst malen sollen, die Taube? Hä? Es ist kein Tukan. Ihr seid alle solche. Das ist auch keine Kiwi. Ihr seid solche Idioten. Wieso gebe ich mich überhaupt mit euch ab?
Das schaffe ich. Das schaffe ich zu malen. Einen Moment, einen Moment, einen Moment. Kein Messer, kein Kanu, kein Paddelboot. Es ist ein Strand, aber eine bestimmte Art von Strand. FKK-Strand, ja, Dizzy hat es. Meine künstlerischen Fähigkeiten sind die besten. Wieso haust du mich? Da kann ich doch nichts für. Ich lasse die Wörter, die ich hier habe, zufällig auswählen durch ein Gewinntool. Oh, das kann ich auch. Das male ich schnell. Es ist nicht der Nikolaus, es ist nicht Friedrich, es ist nicht der Papst. Es ist auch kein Kardinal, geht in die richtige Richtung von euch. Es ist nicht verheiratet. Oh meine Güte, ihr seid so krank, ihr. Ihr seid die Kr Pfarrer ist richtig, ich bin kein Streamer. Danke dir. So schwer war das doch nicht. Es ist keine Pizza. So. Ihr seid die Schlimmsten, die ich kenne. Wisst ihr das? Ja, das schaffe ich auch zu malen. So. Wie so oft fängt es mit einem Kreis an. So. So. Ey! Ihr seid wirklich gut. Ich hab noch genug. Es ist nicht John Cena. Wo habe ich's denn? Da. Ihr seid solche Idioten, wisst ihr das? Ja, das schaffe ich auch noch.
Es ist nicht Manuel Neuer. Moin Sophie. Kommst du TS? Dann kannst du noch mitzeichnen. Gleich. Es geht nicht um die Lupe, es geht um die Person an sich. Einen Moment, ich muss das noch ein bisschen deutlicher machen. So. Und dann muss er noch. So. Detektiv Ragnoran, ja! Ein Detektiv. Sappel, Sophie, TS, los, 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 los. Ragnoran hat es doch schon. Ja, mach das ruhig, Sophie. Wo habe ich denn jetzt mein. Da habe ich das. Und wieder los. Einen Moment, gib mir. Ich muss immer die Wörter halt erst auslosen. Ach nö. Das ist wieder so ein bescheuertes Wort. Und das mache ich am besten von vorne. Genau. Ja, Sophie hat es, Doktor. Yay. Ich bin doch nicht so schlechter Zeichner, wie ich dachte. Trotzdem mag ich das Wort nicht. USA! Nein, kein USA. Ich weiß schon, wie ich das mal. Da kommt ihr drauf. Es ist nicht Dark Souls 3, es sind keine Titten. Es ist nicht Hecki. Es ist nicht Nutella. Es ist kein Komposthaufen. Wie könnte ich das machen, dass ihr das noch verstehen könnt? Es ist nicht Hanukkah. Es geht um diese Person. Vielleicht klappt es, wenn ich es noch ein bisschen anders mache. Ey, Dizzy hat es! Einbrecher, Dieb! Passt!
Wo habe ich dich denn? Wo habe ich dich denn da? Wieso soll das ein Hutständer sein? Wie kommt man da auf einen Hutständer? Ah, das könnt ihr rauskriegen. So. Gib mir ein Momentchen. Es ist keine Kacke, es hat was mit Wurm zu tun. So. Mehr gebe ich euch nicht als Tipps. Hecki hat es. Hecki hat es. Drehwurm. Der Hecki, der ist einfach zu gut für dieses Spiel. So, auch das Wort ist jetzt aus meinem Pool raus. Es werden immer weniger Wörter, aber ich habe noch genug. Keine Sorge. Ach, das ist doch eins meiner leichtesten Übungen. Wie ich das schaffe ich. Ja, Burg ist schon mal halbwegs richtig. Es geht aber um. Die Dinger hier. Matthäus, Burgturm. Yay. Ich sag doch, das ist eine meiner leichtesten Übungen, das sowas zu zeichnen. Es sind keine Säulen, wer kommt da auf Säulen? Das nächste wird etwas komplizierter. Wie male ich das am besten? Ja, ich weiß schon. Tick. Ja, ein bisschen blöd gezeichnet. So. Ja, Hecki hat es. Es geht um die Waage. Fettessen. Obwohl, ich glaube nicht, dass der 98 Kilo wiegt, aber wer weiß das schon. Dann ist das da auch raus. Zup. Ah, das nächste wird auch lustig. Ein Moment.
Wie male ich das? Ah, ich weiß schon. Hey, Matos, du bist zu gut. So, nächstes Wort. Ja, das schaffe ich auch. Das kriege ich auch hin. Damit fange ich dann so an. Petrich? Heinzelmännchen? Nein, nicht ganz. Ja, Matthäus, ein Zwerg, um genau zu sein, ein Gartenzwerg. Wie lange kann man denn frühstücken, bitte, Sophie? Wie soll ich das denn malen? Sorry, Sophie, hab dich überlesen. Passiert einfach mal. Wie male ich das denn? User joined your channel. Hallo, krieg sofort den Link. Ein Moment. Dachte eigentlich, du nutzt für Montagsmaler eins dieser Spiele, die es online gibt, wo Leute eine Lobby können. Ja, mache ich ja. Dafür gebe ich dir den Link. Okay. Das ist der Link. Nein, kein Fledermaus, keine Krone, kein Berg. Es geht. Ich habe hier so einen kleinen Punkt gemalt und der hüpft ganz weit. Es ist nicht Batman. Na, 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 na. Batman, kannst du schon zeichnen oder funktioniert das nicht? Doch, geht. Okay, gut. Muss nur wieder wegmachen. Ja, das machen wir gleich, Hey, ganz so. in Ruhe. Es ist kein Flubi. Ein Floh, ja, der Floh. So, dann kriegst du gleich dein erstes Wort. Sophie, einen Moment. Ich muss nur kurz den Floh aus meiner Liste streichen. So. Weil du verspätet bist, kriegst du jetzt. Ich schreibe dir einen TS rein. Das hier zum Zeichnen. Wow. Direkt gemein. Viel Spaß, du bist dran. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich hoffe, man hört so viel gut genug, ansonsten muss ich sie lauter stellen. Alter, ich hätte mein Zeichentablett anschließen sollen. Nein, ich mach's auch nicht mit Zeichentablet, also ich habe eher nicht mal eins. Somit Gerechtigkeit für alle. Ich bin gespannt, wie du das umsetzen möchtest. Total weird auch. Ich weiß noch nicht, was das werden soll. Es ist kein Kondom. Das kann ich so viel kann ich schon mal verraten, Avenstone. Auch wenn es relativ in die richtige Richtung geht. Wie kommst du da drauf? Ja, wenn man. Also man ist nicht mehr so weit entfernt, wenn man das. Wow.
Glücksgeh. Ich hab dich jetzt erstmal größer gemacht. Penis? Nein, es ist kein Penis, Hecki. Du. Ja. Ja, langsam. Mund, ja, es geht in die richtige Richtung, Hecki. Homer Simpson, Mensch, Hecki, please, Mund, es geht in die richtige Richtung, aber es geht um was anderes. Küssen, ja, fast, Hecki. Ich habe so viel schon lauter gemacht. Mein Mikro näher holen, hallo. Lecken? Na, nicht wirklich. Bla, Nase, bla, nein, Lippen. Nein, kein Oralverkehr. Ihr habt noch ein paar Versuche. Ratet einfach mal weiter. So schlecht hat Sophie das jetzt nicht gezeichnet, bitte. Zungenkuss, da ist er doch. Yay, Lotus Snipe, yay. Also so schwer fand ich das jetzt nicht. Dann gucke ich mal, dass ich mir ein Wort generiere, beziehungsweise auslosen lasse. Auslösen. Machst du jetzt mal? Ah, jetzt passt. Das wird interessant zu malen. Ein Oval, noch ein Oval. Ah. Die Beinchen von dir immer süß. Es geht ja nicht um die Beinchen. Einen Moment, das haben wir gleich, damit das ersichtlicher wird. Ja, die Leute haben sowieso schon cool geschrieben. Ja, aber es geht nicht um die Kugel, es geht um das, was ich Vor als. allem, wo kommt das denn bitte raus? Fehlt da nicht was? Kugelocke, Hecki hat es. Pferd, Rainer Kallmund. Wie kommt man auf Rainer Kallmund? Rainer Kallmund ist ein guter Vorschlag. Passt zu, nicht zu verwechseln. So, dann gucke ich mal, dass ich die nächsten Wörter generieren lasse. Ah, das wirst du doch schaffen, Sophie. Das ist so schwer nicht. Wo habe ich jetzt mein TS? Da. Sorry. Nee, sorry. Mein Fehler. Ich wollte eigentlich das da. Oh Gott. Du findest das nicht schwer? Ich schon, gefühlt. So schwer wird das nicht sein. Ich wüsste schon, wie ich es anfangen würde, aber. Bisschen, ja. Danke. Eine rote Linie, noch eine rote Linie. Du kannst so schöne gerade Linien zeichnen. Machst du das gerade etwa mit so einem den Tool Nein. da? Gerade die Streben denken. Aber ihr habt ja noch nur noch. Das ist falsch, das ist voll schief, Bro. Egal. Es ist kein Space Marine, Hecki. Und Hecki, du bist nicht vergessen, du bist in knapp einer Stunde dran mit deinem Bemalen, ne? Okay, den Ansatz hätte ich auch ungefähr so gemacht.
das ist jetzt bestimmt total verwirrend. 3D-Objekte, ja. Voll krumm und schief. Ja, Habe ich da gemacht? pff, ist doch egal. Das ist halt ein bisschen unförmig. Ist voll die optische Täuschung. Kommt der schwere Teil. Boxring? Ja, nee, es geht nicht darum, Kaido. Es geht um das, was darin passiert. Ein Ring ist schon mal richtig, aber es geht um einen bestimmten, um die Personen, die da drin sind. Um was sie tun. Eine männliche Chest. Nein, die boxen nicht. Kein Boxer. Es ist nicht. Martos hat es. Martos hat einen Wrestler. Oh, warte, ich will noch den schönen Ich Schlüpper malen. möchte noch den schönen Schlüpper mal. Ich kann ja mal ein Wort schon mal raussuchen. Die Beine? Nein, oh, wirklich? Geiler Wrestler, genau. Geil. Jetzt wird's interessant. Es wird wieder sämtliche Künste meiner Gesichtsperformance nötig sein. So. Bin gespannt. Okay. Oh, das ist doch einfach. Dürfte super einfach sein. Extrem hat es sofort erkannt. Ich wusste, dass ich einfach nur diese Haartolle dahin machen muss. Die Schuhsohle. Welche Schuhsohle? Ja, die hat sie, also sie hätte eine Schuhsohle am Kopf oder so. Oh mein Gott. Sei nicht so gemein zu dir, sonst gebe ich dir wieder böse Wörter. Wörter nicht malen willst. Ja, auch. Das ist jetzt zwar kein böses Wort, aber es ist ein lustiges Wort, weil gerade du das gekriegt hast. Das ist. Ja, das ist ja einfach. Ohne die Nein. Habe hätte das auch ein halber Döner sein können. Ja, das ist auch einfach. Wieder, ne? So nebenbei. Hä? Nochmal bitte? Wieder. Du bist wieder, ja? Nein, ich cheate. Wieso cheaten? Das ist doch kein Cheaten. Du nutzt die Möglichkeiten, die du hast. Okay. In dem Sinne, ohne Zeichentablet. Weil mit Zeichentablet wäre das wirklich gescheite. Ein Strich. Ja, soweit ist es schon mal richtig, dass es ein Strich ist. Aber lass die Sophie doch erstmal ein bisschen zeichnen. Meine Maus. Meine Maus ist definitiv nur zum Gaming gemacht, nicht zum Zeichnen. Ein Besen, ja, aber darum geht's nicht ganz. Gebe mir viel zu viel Mühe, ich merke das voll. Ja, eigentlich. Aber so. Eine Dirne? Nein, keine Dirne. Aber Martos hat es, Hexe. Ja, die Leute sind schnell, was das Ich wollte geht. gerade ein schönes Kleid malen, das ist zu viel, aber egal. Was ist das denn? Das sieht. Die Brüste und die Hüfte und die Knie. Kommen wir jetzt noch eigentlich so die Beine raus? Ups. Denn der Arm hier hält sich am besten fest. Und mit dem winkt die so, hallo. Dann brauche ich noch so Haarklappen. Ah, krass. Oh mein Gott, ich muss erst mal gucken, dass ich mein Wort jetzt rauskriege. Rauskriege.
Ach, ich mag das Spiel. Das ist so lustig. Wie soll ich den denn malen? Zeig dir das Board nur mal kurz. Ich weiß nicht mal, was der gemacht hat. Oh, das ist echt schwer. Ich guck mal, was hat er denn so? Was hat er denn so gemacht, wofür er bekannt war? Ohne dass der Chat das jetzt herausfinden kann. Verspring den einfach. Ich glaube nicht, dass du das hinkriegst. Das ist einfach zu Nee, schwer. das ist. Doch, das schaffe ich. Ich habe da gerade ein entsprechend was ge. Otto Walkes. Was Otto Walkes übrigens falsch geschrieben. Nee, Otto Walkes ist es nicht, aber es ist. Wenn ich das so male, dann dürfte es gehen. Einen Moment. Ich muss mal eben ganz kurz 5 Minuten weg. Du schaffst das. Ja, klar. Ich kann euch so viel verraten, es ist ein Schauspieler. Dann mache ich das so. Und hier ist der andere Schauspieler, beziehungsweise der wichtige. Es geht um ihn hier. Der andere. Ist ganz bekannte Szene. Hoffe ich. Ich hoffe, ihr kommt drauf. Ansonsten gucke ich mal, wo. Wo hat er denn sonst noch mitgespielt? Ihr habt keine Ahnung, es ist schwer, es ist John Travolta, soll es sein. Wie hättet ihr ihn denn gezeichnet? Und die Szene ist aus Pulp Fiction. Moment, habe mir gerade mein nächstes Wort gesucht. Travolta schwer, ja. Sehr schwer sogar. So. Wenn man weiß, dass es Pulp Fiction ist, geht's. Ja. So. Darauf kommt ihr wohl, was das ist. Ey, Kylo ist Best Man. Kylo hat erraten. Maus.
Es ist mal wieder reiner Kalmund. Nein, es ist. Ja, doch, das nächste könntet ihr auch rausfinden. Matos hat es, ja. Muss ich Gott sei Dank nicht weiterzeichnen. Ich muss jetzt gerade mal 5 Minuten überbrücken, bis Sophie wieder da ist. Deshalb mache ich es wieder alleine. Okay, das da. Das schafft ihr, das schaffe ich auch. So. So. Ah, zu dick. Föhn lasse ich gelten. Eigentlich steht hier explizit Haarföhn, aber das lasse ich gelten. Mein Gott, ihr seid gut. Ach, das schaffe ich auch. Einen Moment. Wie male ich das? Ah, ich weiß schon. So. Matos, du bist Beste. Ah, das schaffe ich auch. Wie mache ich das jetzt so? So. Es ist nicht Pac-Man. Es ist kein Kamel. Wie kommt man da auf ein Kamel? Es ist nicht der Osterhase. Ich muss das wohl mal in einer anderen Farbe malen. Magnus, ja, ein Känguru. So. Dann nehme ich das da, wo ich hier das gerade sehe.
Ja, Flügel, Piano lasse ich gelten. Es ist gemeint das Klavier, aber beides lasse ich gelten. Ich weiß schon, dass, wie ich das nächste zeichne. Nee, nicht Schneewittchen. Es ist auch kein Apfelsaft. Vielleicht mal. Nee, nicht ganz. Es geht nicht um. Ich mal das noch ein bisschen anders noch dazu. Ein Hintern, der den Druck nicht mehr halten kann? Nein, Apfelschnitz, nein. Darum geht's nicht. Ich habe den ein bisschen blöd gezeichnet. Oder da. WB, es geht auch nicht um Schälen. Es ist. Messer war schon. Schälmesser ist fast richtig. Es ist eine bestimmte Art von Messer. Aber deshalb zeichne ich euch da jetzt verschiedenste Sachen hin, die eine Überkategorie haben. Man kann vielleicht auch die Gegenstände tauschen, dann ist es vielleicht ersichtlicher, was ich meine. Obstmesser, ja! So, BB Sophie, du kriegst jetzt von mir das nächste Wort. Viel Spaß! Wo ist mein Test? Da. Damit. Okay. Du warst schon sehr nah dran, Fallen. Ein Hintern, der den Druck nicht mehr halten kann, ist nicht sehr da dran. So, Sophie probiert jetzt ihr Glück mit dem nächsten Begriff. Er ist etwas komplizierter, aber ihr könnt drauf kommen. Der berühmte Kasten. Ja, irgendwo ranzoomen. Ich glaube nicht. Etwas kompliziert. Frauen? Nein. Ein Fußballtor, es geht in die richtige Richtung, Feiern, aber es geht nicht um das Fußballtor an sich, sondern um eine bestimmte Person mit Namen. Es ist eine Person gemeint. Das gebe ich euch als Tipp. Torwand? Nein, keine Torwand. Schöne Hand, besser als meine. Alter, ich zitter so Manuel krass. Neuer, nicht ganz, etwas älter. Oliver Kahn, das ist doch schon. Lotus, Sneijder, Auf die Magnus. Hackfresse mal. Wie hättest du denn Oliver Kahn gemalt? Auf die Hackfresse halt. Hackfresse, Einfach so Hack rein. weißt du, so. Ich sehe noch nichts. Das dauert halt ein bisschen, bis es bei mir ankommt. Sehr akkurat. Das ist hundertprozentig Oliver Kahn. Hättest du einfach einen Affen malen können. Das ist schon sehr gemein. Wie soll ich das denn malen?
Ah, ich weiß schon. So. So. Ups, das wollte ich nicht. So. Wow, der ist lang. Ententeich. Ich lasse das mal so gelten. Der eigentliche Begriff ist Landung einer Flugente auf einem gefrorenen See. Wie soll man sowas zeichnen sonst? Soll ich dir einen Tipp geben? Wie denn? Du am besten etwas gefroren malst. Ja, so. Ich sehe noch, ja. Das wäre mein nächster Tipp gewesen. Ich glaube da nicht dran, dass das euer nächster Tipp gewesen wäre. Weißt du, was ich meine? So kleine Ja, klar. Patzerei machen so. Aber ein schwerer Begriff ist somit raus. Dann kriegst du jetzt den da. Da ist mein TS. Okay. So schwer ist das jetzt nicht. Das. Ja, Feier, du hattest genau eine Ente. Oder wie hat es, wie hieß der Begriff genau? Landung einer Flugente auf einem gefrorenen See. Genau das wolltest du eingeben, ne? Ja, genau. Naja, gut. Okay. Ich denke, Du. ich kann damit so ein leichtes Oval machen und nicht so einen komischen Kreis. Aber gut. Es passt immer noch. Ich habe schon meinen nächsten Begriff. Oliver Kahn in ein nicht dreckiges Tor. Zäpfchen? Ja, nicht ganz. Aber geht nicht mal in die richtige Richtung. Aber so viel kann so schön zeichnen. Selbst ohne Tablet. Da sehen meine Viecher irgendwie immer aus wie Viagra? Nein! Das hat nichts mit Sex zu tun. Kapsel? Nein, es hat nichts mit Sex zu tun. Lasst doch erstmal, wenn ihr es noch nicht direkt wisst, die Sophie noch ein bisschen zeichnen. Weil so langsam kommt da die Action rein. Und so langsam wird es ersichtlich, worum es geht. Versuche mit meinem Mausspeed nicht zu übertreiben, mein Mausspeed ist ganz hoch. Was für eine Löwe? Maus ist Ja, das? es geht um Ach, Löwen, aber Maus. es ist etwas Spezielles mit Löwen. Es ist kein Zoo. Löwchen. Der Rindstier-Zoo. König der Löwen? Nein. Was ist es denn? Löwengehege? Nein. Jetzt. Ah nee, warte. Ah, ich habe ja, ein falsches Bild im Kopf gehabt. Kein Egal. Löwengehege. Ja, jetzt kommt das etwas andere. Es fehlt nur noch etwas. Ihr seid schon auf dem richtigen Weg, aber es fehlt halt noch was. Um da Löwenmähne? Nee, darum geht's nicht. Es fehlt halt etwas, um darauf zu kommen, worum es geht. Ah, jetzt sehe ich, was du malen möchtest. Ja.
Das ist eindeutig ein Hybrid. Löwe mit Schweinerüssel. Löwenzahn? Moin, Tiger? Nein. Löwenfütterung? Nein. Ich finde auch die Größenverhältnisse super. Lass mich. Löwenzucht? Nein, nicht Löwenzucht. Kannst du darin? Herambe? Was ist eine Herambe? Schafe, der erschossen wurde. Kenne ich nicht. Das sieht irgendwie falsch. Egal. Passt schon. Was noch schlimmer? Ja, lass ich so gelten, Tiger. Das ist eigentlich ist das richtige Wort Löwenkampf. Das 10.000 BC geht alles in die richtige Richtung, aber wie gesagt, das ist der richtige Begriff ist Löwenkampf. Das von Mr. Tiger lasse ich gelten. Der natürlich findet der das raus, der hat ja auch Tiger, Löwen und sowas, kennt er sich mit aus. Jetzt habe ich meinen Begriff verloren, da war der. Tada! So, weg damit. Jetzt kommt meins. Das wird einfach zu zeichnen. Ach komm, hätte ich es mehr Mühe geben können. Weißt, was es ist? Klar. Fußpilz, ja! Wieso mehr Mühe? Wo ist dann nicht die Mühe? Das ist ein Fuß und ein Pilz, also. Wo hätte ich mir dann Mühe mehr geben müssen? Sei nicht so gemein zu mir. Ich bin kein Zeichner. Hier, das ist dein nächstes Wort. Kannst du das nächste Wort übernehmen? Kannst du mir das Wappen schreiben? Ja, klar, dann mache ich das nächste Wort. Dann, das wird nicht so schwer. Ich nehme dafür das so. Tak, tak, tak. Lifter, Gabelstapler, hey, wie gesagt, das war nicht schwer. Das kriegt ihr auch raus. Das wird nicht schwer. Dann mache ich das auch. Das mache ich auch. So, mehr Tipps kriegt ihr nicht. Matos, du bist echt gut. Brustschwimmen, ja. Doch. Tino ist auch da. Brusthaar? Nein, Brustschwimmen. Das ist eine Brust und da schwimmt jemand. Das ist Brustschwimmen. Das hast du echt gut gemacht. Außer, dass es natürlich die Brust hättest du etwas Symmetrischer? eloquenter zeichnen können. das ist dein nächster Begriff. Erstmal. Sehr einfach. Ja, ne?
Tino ist auch da inzwischen. Moin, Tino. Hallo, Tino. Sophies altbekannter Kasten. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht. Aber bei mir ist es noch halt morgens früh und ich brauche noch ein bisschen Kaffee zum Oh, Wachbleiben. alles gut, okay. Ah, ich wünschte, ich würde da leben, wo du lebst. Steve? Wie bitte? Ach, nix. Nicht den andermal. Okay. Warum gibt es eigentlich kein Silber? Ich will die ganze Zeit mal irgendwelche Silbertöne auswählen und hier ist kein. Halt Dann blau. nimm halt Grau oder sowas. Buch, Devil, das klingt falsch. Ja, ich weiß, dass es das falsch klingt. Lego, nein, nicht Lego. Ihr seid noch weit entfernt. Der nächste Kasten. Ich find's schön so. Ja, ich auch. Und wenn man weiß, was der Begriff ist, dann kommt man drauf. Oh. Wunderschön. NES-Controller. Nein. Und Gesundheit. Schachstoppuhr? Nein, keine Schachstoppuhr. Oh, ich habe eine Idee, wie ich das am besten. Also, so langsam müsstet ihr drauf kommen. Also, man erkennt es eindeutig. Herd, es geht in die richtige Richtung, ja. Tino, es geht in die richtige Richtung. Aber es ist kein Herd in dem Sinne gemeint. Ach, es ist ein perfekter Kreis geworden. Torte, GB, nein. Topf, na, nicht ganz. Es geht nicht um die Sachen, die da drauf sind, sondern so um die Sache an sich. Küche, na, nicht ganz. Es geht um die Sache an sich. Reiskocher? Nein, es geht um die Sache an sich. War so schön, wenn ich angefangen habe, selber zu zeichnen. Küchentheke? Kochen? Kochen! Tino hat's richtig. Ich lasse das mal gelten als Kochen. Richtig wäre gewesen, komplett Essen kochen, aber Wollt ihr noch so ein Kochen lasse ich Hals? gelten. Kopf oder Mütze? Ich habe einen Lauf, ja. Was ist das für eine Mütze? Ist der aus der Bretagne gerade am Kochen? Oh. Koch gerade für die Queen. So, was mache ich denn jetzt nächstes? Das schaffe ich das nächste. So, wo ist denn der Ton, den ich brauche? Ist zu dunkel. Keine Ente, keine Schildkröte, Pferd, ey! So schwer war das jetzt nicht. Ich finde meine Beine immer noch am besten. Nilpferd, Pferd. Oh mein Gott, ihr seid solche Idioten. Dafür kriegt Sophie jetzt wieder ein schönes, schönes, schönes Wort, was sie, glaube ich, gut zeichnen kann. Es ging ums Pferd. Und Sophie, das schaffst du, oder? Nein? Nein, absolut nicht. Dann versuch. Nie was von dem. Ne? Noch nie? Nee. Dann
dann gebe ich dir ein anderes. Dann gebe ich dir das. Na, wo bist du denn jetzt hin? Da. Dann kriegst du das Wort. Das schaffst du ja wohl. Wie bitte? Die Essensvariante, habe ich gesagt. Nee, ich glaube eher, damit ist das Wesen gemeint. Oh Mann, no. Dann Spaß. Nichts. Schnee, 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 Luft, nein. Sie hat noch nicht angezeichnet, angefangen zu zeichnen. Sie muss erstmal ein Bild, ihr Begriff malen können. Brokkoli, Tentakel, nein, beides nicht. Sonntag zu viel gesoffen, deshalb montags keine Lust, was zu malen. Oh, also, das sieht auch schon mal sehr professionell aus, was sie da malt. Ja. Ah, der ist glücklich. Ja, noch, solange kein Franzose in die Nähe kommt. Frosch, Frosch, Quark, ja, Frosch, genau, Frosch. Asrial hat es. Hentai-Tentakel-Monster ist es auch nicht, nein. Ja, okay. Hast genug gezeichnet. Unförmiger Frosch, ja, kann auch hinkommen. Dann, wo habe ich es denn da? So, dann muss ich anfangen. So. Meine perfekten Leute mal wieder. Ja, Das ist süß. meine perfekten Leute, wie immer. Hi, wie kommt man da auf ein Hi? Nein, kein Angler, ja, ist ein Angler. So. Sophie, kannst du da zeichnen? Denke. Viel Spaß. Eskimo. Nein, es ist kein Eskimo, es war das Ich vergesse Angeln. immer wieder, dass es kein schönes Grau gibt oder so. Ich weiß nicht, wo ich das herholen soll. Aus dem Farbcode. Irgendwo ist bestimmt ein Grauton unten oder sowas. Und dann ist die Zeit schon. Obama? Nein, es ist auch nicht dieses komische Emote. Ups. Ups, was? Ah, ich weiß, wie du es malen möchtest. Nein, wir machen keine zweimal dieselben Begriffe. Es ist ein Fuß, soweit klar. Hätte man kaum im Stream kann, ne? Wie bitte? Hätte man kaum im Stream. Ja, grauer Star, nein, 10, darum geht's nicht. Nagel, nein. Lass Sophie doch mal ein bisschen zeichnen, wenn ihr noch nicht. Kamel, nein, es ist kein Kamel, es ist kein Nagel. Stellt euch vor, das soll grau bzw. silber sein. Aber nicht. Du kannst doch noch da was daneben zeichnen. Zum Beispiel eine symmetrische Form, die meistens so ausgeliefert wird für diese Gegenstände. Du das zeichnen, dann arbeiten wir zusammen. Okay, dann mache ich das. Kein Thema.
Ah, so. Weißt du, was ich meine? Ja. Und jetzt, Ich damit glaube es. nicht, dass sie drauf kommen. Doch, doch, gleich. Ich muss da nur noch was reinmachen, schreiben. So. Damit dürfte es ersichtlich sein. Denkst du wirklich, die wissen die Abkürzung dafür? Ja. Birnstein? Nein. PB. Ja, PB heißt, ist in dem Fall eine Abkürzung für was? Wolfi hat es, Bleifuß. Was heißt PB? Oh, Blei. Plus Fuß, Bleifuß. Wolfi hat's. Yay. Dann gucke ich mal, dass ich das nächste mache, weil so lange haben wir leider. Ah, das ist ein schöner Begriff. Den schaffe ich irgendwie schon. Wie male ich das denn jetzt? Ah, ich weiß schon, mit meiner üblichen Weise. Ah. Süß. Das ist nicht symmetrisch. Dirne, Kerze, Footballschädel, nein, Apfel, kein Mensch, eBay, nein. Schmetterling, nee, nicht ganz, geht in die Richtung. Einen Moment, ich muss, dann mal noch was dazu, damit ihr das besser herausfinden könnt. Wo ist denn der Farbpunkt? Da. Kein Engel. Kein Engel, keine Motte. Die war auch für mich, doch am Anfang, das ist ein Schmetterling. Nein, es ist kein Schmetterling. Fee, Asuka hat es, die Fee. Also wenn man sieht, dann weiß man das. Oder nicht? Das ist eine Fee, ganz eindeutig. Eine weibliche Fee. Ist ein Okay. Schmetterling. Das ist ein Schmetterling. Okay, wenn du Was sagst. für Betrüge. Ah, die Leute. So, nee, das wird. Nee, das ist auch blöd. Nee, das hatten wir rausgeschmissen. Nee. Was haben wir denn hier noch Schönes? Einen Eine Moment. fliegende Wurst mit Scheibendichte. Ah, das schaffst du ja wohl. Moment, wo habe ich mein Teller schon wieder hingebabbelt? Schaffst du das? Natürlich gibst du mir so ein Wort. Das war ganz klar ein Kondom mit Flügel oder Ich muss gerade überlegen, wie ich das mache. ein Vibrator. Eigentlich nicht so. Ich wüsste, wie ich es machen würde, aber ich weiß nicht, ob die Leute das dann da sehen würden da drin. Next. Wir sind dabei, Extrem. Lass Sophie doch mal ihren Momentchen Zeit. Sie ist eine Dame, sie braucht ihre Momente. Hallo? Sperma, Tampon, nein. Es ist auch kein Spermium.
Ah, ich sehe schon, wie du das machst. Glaube ich. Glaube ich. Ich habe jetzt. Doch, jetzt, ja, jetzt passt es wieder. Man muss nur. Kotelett, nein. Ketchup, nein. Man muss nur die Perspektive Sehen, was finden. jetzt passiert. Weiß nicht. Ich Ach habe so. nichts gemacht. Warum? Ausziehen! Asriel hat es! Und? Ja. Okay. Ich sehe da ausziehen, von daher hat das. Was nehme ich denn jetzt als nächstes? Ich weiß schon, was ich nehme, aber da muss ich kurz gucken, wie ich ihn am besten male, die Person. Ja, es ist wieder eine Person, das muss ich euch als Tipp geben. Oh, es ist die Person. Okay, dann habe ich die verwechselt. Dann weiß ich ganz genau, wie ich die Person male. Es fängt wieder an mit meinen berühmten runden Kreisen. So, aber. Oh mein Gott! Weißt, was es ist? Weißt, wie das aussieht, ne? Nö. Nein. Nein, es ist nicht Indie Jones. Es ist auch nicht Barbie. Ölwechsel machen. Nein, kein Ölwechsel machen. Es sieht mega pervers aus. Mit Flügeln. Nein, es sind Komm, keine das ist doch Wörtel. Flügel. Das weiß jetzt ich, Mann. Ja, Bloodbound hat es. Falsch geschrieben, aber hey. Es kommt und der Wille zählt. So, was kriegst du denn jetzt? Ach komm, kriegst du das Wort? Ein Berg, das ist doch kein Berg! Wie kommt man da auf einen Berg? Ganz ehrlich, es ist Marilyn Monroe. Hier. Monroe. Keine Ahnung, wie die richtig ausgesprochen wird. Mir doch Bumme. Monroe. Besten Wörter. Genauso hätte ich es wahrscheinlich auch gezeichnet. Jetzt muss nur noch eine markante Sache dazu. Die Arme hatte ziemlich zugenommen. Ja, mein Gott, Proportionen halt bei mir. Genauso hätte ich es auch gezeichnet. Nur nicht so schön wahrscheinlich. Popeln lasse ich gelten. Oder was willst du Da fehlt noch sagen? ein wichtiges Detail. Wow. Muttermal? Nasenhaar? Nasebohren? Na, wie gesagt, ich lasse Popeln gelten. Nasenbohrer ist gemeint gewesen. Also so schwer war das jetzt nicht. Penis in einer. Das nächste, das schaffe selbst ich wieder zu zeichnen. Einen Moment, dafür brauche ich erstmal den richtigen Farbton. So. So, jetzt kommt wieder meine berühmt-berüchtigte Art und Weise, Leute zu zeichnen. So, und jetzt kommt das Beste.
vom. Nee, nicht Angela Merkel. Politiker, Matthias hat es, Politiker, die Steuern gehen runter, versprochen. Ja. Also, wer da nicht drauf gekommen wäre, dass das ein Politiker ist, der hat echt komplett die Orientierung verloren. Und dann kriegst du jetzt noch zum Ab. Ja, wir haben noch ein paar Minuten, je nachdem, wie schnell wir sind. Schaffst du das? Oh Gott. Ich krieg das hin. Ich glaub an mich. Ich wüsste genau, wie ich es zeichnen würde, aber also zumindest versuchen würde, besser gesagt. Erstmal wieder meine Kasten. Wie so ein Kasten. Ich würde sagen, das Ding ist doch ein Kasten. Die ist leicht kastenförmig durch den Wandel der Zeit. Ich sehe noch nicht mal den Kasten. Fett, Digga. Da ist er. Zwei Kästen aufeinander. Drei Kästen aufeinander. Ja. Mehr Kästen. Also das. Galaxy Note 7? Nein. Aber so langsam kommt Form rein. Und ihr könntet es erraten. Stufen? Nein. Da. Ja, da sehe ich schon die Sphinx. Zweimal drei. Matos hat es zuerst geschrieben gehabt, die Sphinx. Okay. Ich muss nur Hecki kurz was schreiben, schon mal vorab, damit er das schon mal einstellen kann. Ja, das kriege ich hin, das nächste Wort. Wie male ich das am besten? Ah, ich weiß schon. Dann nehme ich das da. So. Dann nehme ich hier. Dicker. Ja, Asriel, das war super einfach. Socken. So, und dann bleibt jetzt noch ein paar. Was gebe ich dir denn jetzt? Nee, das ist blöd. Das kannst du gerne mal versuchen, aber ich glaube, weiß nicht, ob du das schaffen könntest. Traust du Nee. dir? Nee. Das da? Ja, das wird hängen. Hätte es fast gesagt, FC Bayern Socken. Geometrische Formen. Kasten. Ich kann ja schlecht mitraten, weil ich die Begriffe ja schon alle kenne. Und wieder mein tolles Zeichentalent. Handy. Nein, es ist kein Handy. Ja, du zeichnest mit Kästen. Ich zeichne wenigstens Freihand. Taschenrechner. Nein. Es geht um was ganz anderes. Es kommt noch. Mikrowelle. Nein.
Viele Kästen. Bett. Es geht in die richtige, fast in die richtige Richtung, Asriel. Fotoapparat Röntgen, keine Ahnung, was Röntgen ist, aber ich glaube, du meinst Röntgen. Aber das ist es nicht. Frühstück ans Bett, das will ich nicht am Bett haben. Asriel, oh, da sehe ich doch, Operation schon von der Drapasco hat es richtig. Dann jetzt werden noch Drapasco so hat die es richtig. Arme gekommen mit dem Messer. Reintatschen, Guck mal. Und seine Uhr drin hol das vergessen. Blut raus. Und dann mache ich mal das nächste. Das dürfte wahrscheinlich das letzte sein heute. Dann kommt wieder meine altbekannte Zeichentechnik zu tragen. So. Keine Tulpe, kein Hund, keine Katze. Kommt noch. Ein Moment, wie mache ich das? Ja, Asrial hat es. Bär. Bär. Ich hätte noch jetzt mein Rohr reingemalt irgendwo oder sowas. Fehlt noch die Nase. Da ist doch die Nase, dieses dreieckige Ding. Was? Da, hier. Hier, Nase. Ja, das ist der Mund. Ja, aber ich meine so eine Nase. Guck. So wäre besser gewesen, glaube ich, ja. So, dann gehen wir für heute offline mit Montagsmaler. Hecki, wenn du soweit bist, dann hole ich dich kurz hier hoch ins Live. Wo ist er denn da? User was moved to your channel. Moin, Hecki, bist du schon ready soweit Hecke! oder? Ich wäre soweit, ich muss nur noch kurz irgendwie alles nochmal zurechtschieben.